befunden. Dann war der einfach da. So, und dann haben wir endlich den Ramenladen gefunden, wo wir vor 2 Jahren saßen. Und es war einfach dieses, du hast es gegessen, es war einfach so... Als wird, boah, es war so gut. Als wird die Sonne entweder aus deinem Kopf scheinen oder auf einmal tut sich die Decke auf und ein Lichtstrahl scheint so auf dich drauf. Ja. Und du hast einfach die Erfüllung des Essens gefunden. So dieses ja. Gottgleiche. Oh. Und es war einfach so lecker. So, und dieses Jahr haben wir den Laden auch wieder gefunden. Der hat sich ein bisschen geändert. Man konnte dann auswählen, welche Suppe man dazu haben will oder welches, ne, welchen Basis man haben will, ob die jetzt aus Salz oder mit dem anderen Zeug da. Haben wir dann gemacht irgendwie, wir haben die salzige Dinge genommen, es hat nicht mehr ganz so geschmeckt wie vor 2 Jahren, muss ich zugeben. Ah doch, war lecker. Es war lecker. Mega lecker, aber es war nicht mehr so, dass sich die Decke auftut und ein Sonnenstrahl auf dich fällt. Und ich ohne Erwartung. Genau. Ich glaube, das war das Problem. So, aber das Problem war jedenfalls, es war trotzdem unglaublich lecker. So, das Problem ist aber, wir sind dann wieder nach Hause gekommen und ich glaube, es war denselben Abend, / am nächsten Tag, hatten wir beide plötzlich Bauchschmerzen. So, unabhängig davon. Und die Pan ist dann irgendwann, hat gesagt, oh, mach mal Fernseher an, ich muss ins Bad. Ja, so. immer bitte den Fernseher. genau, das ist so immer so, guck mal eine laute Sendung, so weißt du, so. Okay, sie so ins Bad und ich lieg so auf dem Bett und läuft der Fernseher und so und guck dann auf dem iPad rum und merke auf einmal so, kennst du ja, ne, wenn du auf einmal so merkst, irgendwas ist nicht richtig. So. Und dann auf einmal, die Pan war ja noch im Bad, ich habe die Gelegenheit genutzt. Die Bauchschmerzen, wie formuliere ich es mal richtig, loszuwerden. Einfach loszulassen. Ja, so. So. Es war, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, ohne mich jetzt hier in Schwierigkeiten zu bringen. Es war eine unerwartete Intensität im Raum. So, kann ich das so formulieren? Ja, und dann sind es die besonderen Momente. Und ich weiß, ihr kennt das alle. Ihr kennt das alle. Nein, nicht so. Es war jetzt nicht, nein. Das will ich ja eben nicht so. Ich lieg nicht auf dem Bett und scheiß mich ein. So war das nicht. Nein, es war einfach unerwartet heiß auf einmal. Verstehst du? So. Okay. Und dann liegst du da gerade und dann denkst du ja. So. Denkst dir aber nichts dabei. Und dann liegst du weiter so. 5 Minuten oder so. Und auf einmal überkommt dich dann so eine Wolke aus Dunst einfach. So, und ihr kennt, jeder von euch kennt das selber, wenn man da einfach liegt und dann feststellt, was man gerade fabriziert hat und selber laut lachen muss, einfach weil das so widerlich ist. Es war einfach so mega widerlich. Es war echt nicht schön. Und das Schlimme ist, der hat sich so spät angekündigt, dass ich echt die ganze Zeit Schiss hätte, dass die Pan gleich aus dem Bad rauskommt und dann quasi BÄM gegen diese Wand läuft. So, weißt du, es ist so. Ja, und aus dem Hotelzimmer laufen konnte ich auch nicht. Also ich war eingesperrt mit. Und die Fenster kann man auch nicht öffnen. Das geht aber nicht. Und da war ich mit dem Kollegen eingesperrt. Und das war, ja. So, und das Schöne ist, normalerweise, wenn man weiß, okay, da war ich essen, hatte ich Bauchschmerzen, da gehe ich vielleicht nicht wieder hin. Warte, wir müssen aber nochmal sagen, dass ich irgendwann aus dem Bad kam und dann gesagt hat, bin ich irgendwie zu ihm hin. Das war eine Weile nach seinem Malheur da. Und da habe ich gesagt, Hase, ich muss es einfach sagen. Ich weiß halt nicht, wie ich es sonst formulieren soll. Aber du darfst eine ganze Weile einfach nicht mehr ins Bad. Ich kann dir das nicht erklären, was da los ist. Aber ich habe sowas noch nie getan. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie, was ich da fabriziert habe. Also, du darfst auf keinen Fall ins Bad gehen. Ich glaube, unsere Beziehung ist in Gefahr. Das Badezimmer hat so ein Fallout 4 Cosplay an, weißt du? Das ist aber beide halt. Entschuldigung. Ja, das war auf jeden Fall kein guter Tag für uns beide. Nee, das war nicht. So, aber sehr lustig, wir haben gegenseitig viel gelacht. Jedenfalls, normalerweise ist es dann so, okay, wir hatten echt Schwierigkeiten hinterher, da gehen wir nie wieder essen. Ja. Jetzt muss man mal sagen, ich glaube, bei gutem Essen ist es wie bei Hunden. So, weißt du? So, 3 Tage später ist die Klappe wieder oben, weißt du? So, ja, man kann es ja nochmal probieren. Ja, also, boah, Hase, ich hab voll Bock auf den Rahmen, lass mal essen gehen. Wir waren wieder da. Wir kamen wieder ins Hotelzimmer. Wir haben wieder Bauchschmerzen.
Alter, es war echt nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, es hat sich einfach gelohnt. Ich würde es wieder tun, ja. Es ist mir egal. Ja, ich würde es auch wieder tun. Da bin ich echt wie so eine Fliege, die immer gegen die Wand, bam, 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 ist mir egal. So. Boah. Ja, das war schön. Wir haben aber noch eine Essensgeschichte gleich. Also und ganz, ganz ehrlich, ich bin froh, dass sich das im Hotelzimmer abgespielt hat, alles. Wäre das nämlich jetzt in Japan in der U-Bahn gewesen. Alter. Das ist gut gewesen. Also ich wäre sofort raus aus dem Land. Ich wäre nie wieder rein. Ich hätte mich dann nie wieder... Du kannst ja nicht mal so tun, als hättest du das nicht in der U-Bahn gerochen, wenn das einfach so sich voll verbreitet und alle einen angucken. Und vor allem, du kannst ja nichts machen. Wie verhält man sich da? Guckt man empört irgendwen anders an oder so? Ich weiß es nicht. Ja, nein, das ist, ja. Gab's da kein M&M? Nein, leider nicht.